Ich entführe Sie heute an einen faszinierenden Ort, die Felsen von Adersbach. Sie bilden die größte und wildeste Felsenformation Mitteleuropas. Touristen wie auch Wanderer werden seit dem 18. Jahrhundert von dieser Felsenstadt im Norden Ostböhmens magisch angezogen. Der kleine Fluss Mettau, der durch die Schlucht Wiltschirokle fließt, bringt hier den kleinen Adersbacher See hervor. Dieser anmutenden Schönheit aus Stein mit ihren prachtvollen Sandsteingebilden fremd man sehr gerne. Einmalige Sandsteinformationen und Felsenmassive mit fantastischen Gebilden sind geliebte Ausflugsziele. Heute warten auf die Besucher über 5 Kilometer gut begehbare Wege, die sich zwischen den bekanntesten Felsgebilden winden. Die Felsenstadt Adersbach hebt sich durch außergewöhnlich dicht stehende Felstürme, Schluchten, enge Durchgänge und Felswände hervor. Die Kräfte der Natur verewigten sich durch verschiedene Formen im Sandstein, für die die menschliche Fantasie romantische Namen schuf. Unsere Reise begibt sich auf diesen Spuren. Zu den bekanntesten gehören die Liebhaber, der Bürgermeister und die Bürgermeisterin, der Zuckerhut, Riebezahls Lehnstuhl, der Krug oder der Elefantenplatz.
mit Fantasie entdeckt man noch weitere Formen. Schade, durch den Wasserfall Veľký vodopád fließt zurzeit kein Wasser. Einige Stellen der Felsenstadt sind nur mit der Leiter erreichbar. Auch kleinen Kindern gelingt der Aufstieg. Die Besucher kennen sich hier mit einer Fähre über den Fluss von einem lustigen Fährmann überschiffen lassen. Má ženu po ženu, tady vpravo, tam má modré oči od jedna tu rád, tam stačí, jo, nebo budu mít zle, stačí. Tak dále tam je, zadek slona bez ocasu. A teď budeme pomalu vysedat, pošukajte pasporty do kontroly. Mit Musik untermalt lassen wir nochmal die Schönheit dieser Natur auf uns wirken. Thank you.
Hier begeben wir uns durch eine geheimnisvolle Enge, die das Mauseloch genannt wird.